Weil der Colon Hydro, also Colon ist der Darm und Hydro ist das Wasser. Mhm. Ja, und das ist eine Therapie, um wirklich die alten, ich sag mal, Schlackenstoffe, ja, die sich da anlagern, wie so Tapeten, die übereinander geklebt sind, zu lösen. Ich liebe das, was ich da tue, dass ich diesen Loslassprozess unterstützen darf und sie auch ein Stück aus dieser Angst nehmen kann. Und meistens ist das Gelache dann wirklich auf unserer Seite. Help FM, der Selbsthilfe-Podcast. Er ist im Schnitt 6 bis 8 Meter lang und er ist ein sehr wichtiges Organ in unserem Körper. Es geht in der heutigen Podcast-Folge bei Help FM um den Darm. Am Mikrofon begrüßt sehr herzlich Oliver Geldener und ich freue mich, im Studio die Darmexpertin aus Berlin zu dieser Folge begrüßen zu dürfen. Manu Lemke, schön, dass du da bist. Dankeschön, lieber Oliver. Du strahlst ja, wenn du über den Darm sprichst. Ja, ich bin ganz überrascht. Ja, liegt es am Darm oder an dir? Das ist die Frage. Der Darm, ich habe schon gesagt, ist ein wichtiges Organ. Ich finde immer noch ein bisschen ein unterschätztes Organ, obwohl in letzter Zeit könnte man sagen, hat er eine bessere PR bekommen. Es gab ja da ein sehr populäres Buch mal, Darm mit Charme. Habe auch ich viel gelernt. Ich hatte das so auch nicht so auf dem Schirm. Man denkt immer, naja, ist halt ein Schlauch. Ne? Da wandert so das durch, was wir immer alle am liebsten, so, worüber man nicht redet, die Hinterlassenschaft des Stoffwechsels und mehr ist es nicht und da ist unheimlich viel. Seit wann bist du denn auf den Darm gekommen? Also ich bin vor circa 12 Jahren auf den Darm gekommen. Da war ich gerade in der Ausbildung zur Heilpraktikerin. Da habe ich selbst mal genießen können, wie das so ist, den Darm zu spülen. Und das war eine einmalige Erfahrung für mich und das hat mich einfach gepackt. Also hast du an dir selber gemacht? An mir selbst. Gemacht. Nee, naja, hat jemand bei mir gemacht, mich selbst. Du hast es an deinem Körper machen lassen? Genau, genau. Dazu kommen wir auch noch, denn das bietest du ja an. Du bist ja eine Heilpraktikerin, du hast eine Praxis in Berlin-Charlottenburg und ein Schwerpunkt ist die Darmreinigung auch und Sanierung bei dir, ne? Also Colon Hydro, wie das ja auch heißt. Genau. Da kommen wir dann später noch dazu. Der Darm, ich meine, wenn man so auf dieser naturheilkundlerischen oder als Heilpraktikerin diese Ausbildung macht, ist der Darm ja schon sehr wichtig in der Ausbildung. Denn was mir auch jetzt klar geworden ist, ne, dass ja da auch sehr viel, soweit ich das zumindest überblicke, auch sehr viele Krankheiten ihren Ursprung haben können, bis hin auch sogar zu Depressionen, psychischen Verstimmungen. Deswegen meinte ich ja eingangs, man hat es ja gar nicht so auf dem Schirm, ne, dass der Darm so unheimlich wichtig ist für uns. Also hat sich da für dich dann auch irgendwann so dieser Kosmos eröffnet, als du nach der Spülung überlegt hast, Mensch, das ist also mein Darm? Bist du dann richtig eingedrungen in diesen Dschungel? Ja, total. Also ich bin sowas von fasziniert. Also erstmal zu sehen, was kommt da raus und wie fühlt sich das an und wie geklärt fühlt sich das an und überhaupt wie das Augenweiß. Das war damals total interessant bei mir. Augenringe, Augenweiß, das hat sich total verändert. Und überhaupt dieses leichte Gefühl, viele haben ja Blähbauch, vielleicht ist dir das schon mal aufgefallen, wenn du hier durch die Potsdamer Straßen gehst, dass ja viel Bauch getragen wird. Ja? Und das ist nicht unbedingt immer Fett, sondern es ist auch wirklich Gasblähbauch. Also Luft ist drin, Viel Luft auch, ne, aber auch Kotbauch. Ja, wir wissen mittlerweile, dass sich da ganz viele Kilos über die Jahre ansammeln können. Und ja, ich bin total eingestiegen, weil das Darmspülen, das hat mir natürlich auch in der Praxis nicht gereicht. Ich wollte wissen, weil mein Ursprung das Labor ist. Ich bin normal Laborantin von meinem ersten Beruf her und habe in der Forschung gearbeitet. Und deshalb wollte ich natürlich wissen, was ist denn da in diesem Mikrokosmos los? Wer lebt denn da? Was macht denn der Darm? Und ja, wir wissen heute noch ganz wenig über den Darm und seine Mitbewohner. Aber es ist ein ganz großer Anfang gemacht worden in den letzten 10 Jahren allerdings erst. Ne? Und wir wissen heute, dass fast ausschließlich jede Erkrankung erstmal auf den Darm zurückzukehren ist. Logischerweise, weil wir ja Nahrung aufnehmen und Nahrung kann uns entweder gesund oder krank machen. Und die Frage ist immer, wie gut verstoffwechseln wir? Wer lebt in uns? Ja, da kommen wir vielleicht auch noch drauf. Da kommen wir auch noch zu, genau, die Bakterien, da gibt es ja die guten und die schlechten. Ne? Und also die Ernährung, das merken wir ja auch in der Selbsthilfe, ist eben doch so zentral, ne? Von so zentraler Bedeutung fast für alle Krankheitsbilder. So erscheint es mir immer. Das lernen wir auch in jeder Sendung eigentlich immer. Dass letztendlich, wenn es ja mal darum geht, wie kann ich mir selber helfen, wie kann ich meinen Zustand verbessern, dann landen wir immer irgendwo auf dem Teller. Also quasi, was esse ich? Ne? Du bist, was du isst. Und wenn du eine Banane isst und ich esse eine Banane, dann wird die Banane einmal zu dir und einmal zu mir. Mhm. So, du verstoffwechselst ganz anders als ich. Und so ist es bei jedem auch. Und wenn wir entscheiden, die Chefs in unserem Kopf, da oben drin,
Wenn du für dich entscheidest, ich gebe nur das in meinen Körper, was mir gut tut, dann ist auch schon so viel geholfen. Nur wir lernen das nicht mehr. Wir werden verblendet, wir werden sowohl geschmacklich als auch von der Werbung, wir werden einfach versaut. Und genau, und dann fühlen wir uns folglich, das ist jetzt mein Jargon in der Praxis, beschissen. Wir werden in die Irre geleitet, die Werbung natürlich tut ihr Übriges und es geht auch immer um Profit natürlich auch auf dem Lebensmittelmarkt. Bei Tieren merkt man das immer, finde ich, so Hunde oder so, wenn man die beobachtet, die nehmen eigentlich zu sich, was ihnen offenbar gut tut. Die haben diesen normalen Instinkt noch, haben wir den verlernt? Haben wir Menschen den eigentlich auch? Ja, natürlich haben wir den. Ja, es wird nur nicht gefördert. Wir denken auch, oh Gott, ja, wenn wir Heißhunger auf Süßes haben, wir denken nicht drüber nach. Mir könnte was fehlen. Ja, weil früher sind wir ja in unsere Wälder gegangen, haben Beeren gesammelt, Früchte gesammelt. Das haben wir intuitiv getan. Ja. Und dann haben wir uns die Vitamine geholt, die wir brauchen aus den Früchten. Hm. Das ist uns heute aber gar nicht klar, sondern wir nehmen uns Snickers, Schokolade, Eis und Co. Ja. Wenn wir aber verstehen, es könnte Vitaminmangel sein, dann könnten wir auch anders handeln. Ne? Oder der Hund, mein Hund, Kira, ne? wenn die irgendwas am Magen-Darm hat, dann frisst die Erde, wenn irgendwas gebunden werden soll. Ja? Eben, Heilerde quasi, wie wir so. Ja, wir könnten Heilerde nehmen. Mhm. Oder wir könnten auch vielleicht ein paar Flohsamen nehmen oder Chiasamen, etwas, was die Giftstoffe in unserem Darm bindet. Mhm. Ne? Oder Kira frisst dann Gras. Also Kira ist dein Hund. Ja, Kira, frisst genau. Gras, also den Bezug jetzt zum Mensch-Tier. Finde ich mal so erstaunlich, ja. Und was machen wir? Bitterstoffe könnten wir ja essen. Ja. Wobei, ich finde, man kann die Sinne wieder schärfen. Also ich habe früher auch ungesünder gelebt, muss ich sagen. Esse seit einiger Zeit viel deutlich weniger Zucker. Ich habe früher als Kind schon mal Kuchen und so geliebt. Und dann merke ich, hat man einen anderen Geschmackssinn. Und dann ist mir auch Zucker, ist jetzt witzig, ich weiß, ich habe vorhin gerade ein Stück Kuchen gegessen, aber ist mir das zu viel. Früher hatte ich mir da zwei solcher Zuckerschnecken hintergeknallt. Ne? Und jetzt merke ich schon nach einer halben Jahr, war mal ein bisschen mal Lust drauf und reicht. Ne? Das heißt, ich glaube, man kann sich wieder umstellen. Und diese Fehlernährung, ich meine, das wissen wir ja alle, dass wir in unserer Zivilisation einfach uns häufig leider falsch ernähren, zu viel Zucker und so weiter und so fort. Das spiegelt sich dann auch im Darm wieder, oder? Mhm, genau. Dieses zu ist im Grunde genommen ein Problem. Ja. Zu viel, zu wenig. Mhm. Ja, zu wenig Nährstoffe, zu wenig Bewegung, zu wenig Wasser, zu wenig Sonne und dann zu viel Zucker, zu viel Fett, zu. Also, genau. Und damit verschlacken wir den Darm, wie du ja sagtest, dass dann auch wirklich die meisten Leute in ihrem Bauch offenbar Wasseransammlungen mit sich rumschleppen und auch Kot sogar, den sie nicht mehr loswerden. Kann man das so sagen? Das Ding ist, aber es geht noch viel tiefer, weil wir haben, wie unsere Haut von außen, unser Schutzmantel ist, so haben wir von innen auf diesen 200 Quadratmeter oder 300 Quadratmeter Darm, ja, der ist so riesig, das ist das längste und größte Organ in uns, also hat er eine wahnsinnig große Bedeutung. Und er ist besiedelt mit Milliarden von Bakterien. Unvorstellbar, was das für ein Kosmos ist. Und wenn diese Haut, diese Schleimhaut in sich nicht intakt ist, dann kann es sein, dass der Darm durchlässig wird. Und das ist das große Thema. Wie passiert sowas? Ja, eben durch Fehlernährung, viel Zucker. Die kann die Schleimhaut kaputt machen, ja? Die Schleimhaut, genau, und die Zellen. Und dadurch gelangen dann Schlackenstoffe, Giftstoffe, Parasiten oder irgendetwas in unsere Blutbahn. Ah ja. Okay. Und das macht nachher systemisch, also in unserem gesamten Körper, einfach auch ein Problem. Medikamente zum Beispiel, Antibiotika, Pille, wenn viele junge Mädchen die Pille nehmen, ja, zerstört einfach auch sukzessive auch unsere Mikrobiom, unsere Schleimhautschicht. Mhm. Also, oder Stress. Stress ist sowas von ungesund für unsere Schleimhäute, für unsere Bakterien, die an erster Stelle uns schützen im Darm. Und dieser durchlässige Darm, Olli, das ist genau das, wo wir dann davon sprechen, ach komisch, ich habe Allergien. Ja? Viele denken Allergien, haben ja viele. Was hat das mit dem Darm zu tun? Aber Allergien, also ist wirklich ein Hinweis für eine Darmbarrierestörung, weil wir haben 80% Immunsystem im Darm. Ja? Oder Migräne. Migräne kann von Darm kommen, okay. Weil diese Giftstoffe sich natürlich systemisch dann auch im gesamten Körper und im Kopf ansammeln können. Mhm. Und dadurch entstehen Migräneattacken zum Beispiel. Mhm.
Also der Darm, was wir vorhin schon hatten, ne, ist also ursächlich für viele Krankheitsbilder. Kannst du kurz erklären, inwieweit der Darm, das hat man ja jetzt erstmal nicht so auf dem Schirm, so wichtig ist für unser Immunsystem? Ja, wie ich anfangs schon gesagt habe, 80% sind im Darm Immunzellen zu Hause. Das ist im Prinzip eigentlich auch das größte Abwehrorgan. Weil alles, was in uns reinkommt, muss natürlich gecheckt werden. Und dementsprechend haben sich ganz viele Immunzellen natürlich ringsrum um den Darm gebildet. Ne? Lymphknoten, alles ist ganz viel im Darm. Da wird immer kontrolliert, was geht rein, was geht raus. Und zum Beispiel bei diesem Leaky Gut, bei dem durchlässigen Darm, ist es so, dass sofort, wenn etwas durchgeht, die Immunzellen kommen. Und wenn wir diese Durchlässigkeit haben und zum Beispiel auf Nahrungsmittel reagieren, dann ist so das Immunsystem permanent damit beschäftigt. Die Tomate ist ja blöd, die gehört ja eigentlich gar nicht rein, sondern nur die Vitamine aus der Tomate. Ah ja. Ne? So, dann ist das Immunsystem da fleißig mit beschäftigt. Und wenn jetzt zum Beispiel ein Virus oder irgendwas da reinkommt, dann hat das Immunsystem vielleicht gar keine Kraft mehr, das abzuwehren. Bupp, und wir werden krank. Ja, deshalb ist immer wichtig zu gucken, wer besiedelt uns dort im Darm, weil auch Bakterien natürlich eine ganz wichtige Aufgabe haben, in unserem Darm Viren zu zerstören. Die haben ganz tolle Mechanismen. Ja, und wenn die fehlen, haben wir natürlich auch eine Abwehrschwäche. Und die sitzen da, die Bakterien sitzen ja im Darm selber drinnen. Mhm. Ne? Und aber die Vitamine, zum Beispiel, die ich über die Nahrung aufnehme, die sitzen jetzt nicht im Darm. Die landen ja über den Stoffwechsel woanders, ne? Oder? Doch, in unserem Dünndarm. Ne? Und die Nahrung fällt so in unseren Körper rein, Magen. Hm? Und dann im Dünndarm werden die ganzen Vitamine und Nährstoffe aufgenommen. So, wenn da jetzt aber diese Durchlässigkeit ist, dann flutscht nicht nur das Vitamin dadurch, sondern ein größeres Stück, ich sag jetzt mal Apfel unverdaut, und dann reagiert das Immunsystem darauf. Ach so, das heißt, dann kann es nicht mehr so sauber trennen und sich nicht mehr so stärken, oder wie? Das ist ja, normalerweise geht nur das Vitamin hindurch. Ja, ja. So, und wenn aber ein größeres Loch, das ist verstehe, ein Loch. Und dadurch kommen die Verschlackungen auch dann, ja? Ja, vor allen Dingen entstehen Immunreaktionen und Entzündungen im Körper. Ah ja, okay. Die Entzündungen im Darm, die berühmten, die dann auch bis hin zum Darmkrebs, da kommen wir vielleicht auch noch zu, ne, führen können. Mhm. Help FM, der Selbsthilfe-Podcast. Aber jetzt wollen wir vielleicht mal in den Darm einsteigen, in dieses Wunderwerk, muss man ja wieder mal sagen, der Schöpfung, oder? Das ist ein Riesenschlauch eigentlich, aber auch ein ganz hochkompliziertes Gebilde. Ne? So, jetzt haben wir ja Nahrungsaufnahme, wir haben es mal alle irgendwann im Biologieunterricht gelernt, ne? Also nehmen wir über den Mund auf, schlucken wir runter, Speiseröhre kommt in den Magen. Du bist die Darmexpertin. Was passiert da mit unserer Nahrung? Also unsere Nahrung wird erstmal, fällt ja unsere Nahrung in den Magen. Ja, einfach so runter, ne? Erstmal zack. So, Speiseröhre, Magen, So, da haben wir Magensaft, wissen wir alle, wenn wir Sodbrennen haben, dann ist da wahrscheinlich zu viel Magensaft da. Ja. Und Leber und Bauchspeicheldrüse arbeiten auch zu. Die produzieren genauso auch Verdauungssäfte. Ja. Und dann laufen alle Verdauungssäfte zusammen in den 12-Fingerdarm. Zwölf Finger breit, das kann man sich gut merken. Und dann wird einmal eingeschlossen. Also im 12-Fingerdarm findet die Verdauung statt. Und da ist wichtig, da muss alles auf den Punkt kommen. Damit wir dann den weiteren Speisebrei gut zersetzen können. Und das machen die Bakterien natürlich auch im Dünndarm, ne, dass die Nährstoffe auch gut in unser Blut gelangen. Also im Dünndarm wird jetzt sortiert. Kann man sich das so vorstellen, dass geguckt wird, was von der Nahrung kann ich gebrauchen? Also im Dünndarm werden die Nährstoffe aufgenommen. Und man kann sich mal gut merken, der Dünndarm ist dünner vom Durchmesser und da ist die Kacke auch dünn. So. Ja? Und im Dickdarm, der hat einen größeren Durchmesser. Und jetzt wird dem Nahrungsbrei hier im Dickdarm, der ist so 1,5 Meter, 2 Meter lang ungefähr, das ist so unser Endstück des Darmes, wird dann hier die Nahrung wie so ein Waschlappen quasi ausgedrückt. Das ganze Wasser wird dem Nahrungsbrei entzogen. Das landet in die Blase. Das Wasser geht wieder zurück in unseren Körper, weil da sind die ganzen Mineralien und Elektrolyte drin. Ah, okay. Magnesium, Kalium, und das brauchen wir so sehr. Also nochmal verwertet. Für unseren Körper, ja. Wir brauchen das für die Nerven, für den Säure-Base-Haushalt und fürs Herz und so weiter. Ne? Mhm. Genau, und dann, der Rest landet im Klo.
Okay. Ne? Also im Dünndarm passiert die, da waren wir ja vorhin, also wird sortiert und was kann ich alles brauchen, wird geholt und alles, was dann übrig ist, kommt über den Dickdarm dann raus, richtig? Genau, gut. Über den Dickdarm, da werden nochmal die ganzen Elektrolyte, Mineralien entzogen, die wir auch benötigen und dann kommt alles das, was wir nicht mehr brauchen, raus. Und das ist so wichtig, deshalb viele haben ja Verstopfung, ja. Wir haben so 10% der Bevölkerung sind verstopft. Ja. Meistens ja die Frauen. Ja, und dann hängt die Kacke quasi an diesen Darmwänden rum und verschlackt unseren Körper und die Darmwände. Und das wird träge und oftmals sind die Menschen auch so müde und haben so Brain Fog im Kopf. Das macht und müde, so weiter. Ne? Macht auch eine schlechte Haut? Ja, macht eine schlechte Haut, weil Haut-Darm, ja, gibt ganz zusammen eng zusammen. Ja, na klar, die Haut ist ein Entgiftungsorgan und wenn das nicht funktioniert über den Darm, dann muss ja irgendwo der Scheiß hin, ja. Und dann sehen wir das unter Umständen auch an der Haut. Ich habe auch viele Patienten auch mit Akne oder neurodermitische Schuppenflechte. Das sind alles auch Themen, wo ich weiß, da stimmt ganz sicher was im Darm auch nicht. Ja, und da setzt du ja an. Mhm. Da kommen wir ja gleich dazu. Da hast du dich ja spezialisiert, weil du erkannt hast, das ist eben auch so wichtig für die generelle Gesundheit. Ne? Also da muss man ja ansetzen und nicht immer hier noch eine Salbe und noch mehr, sondern eigentlich, ne, das Problem liegt ja dann da im Bauch. Also sehr interessant. Und die ganze Colon-Hydro-Geschichte, jetzt kommen wir mal dazu, die du ja auch anbietest, die spült jetzt den Dickdarm ja mal ordentlich durch, ne? Genau, das ist eine Dickdarmreinigung, wo wir den gesamten Dickdarm durchspülen. Das, der ein oder andere kennt hier vielleicht auch den Einlauf, ja, den klassischen, den wir machen zum Fasten. Da kommen wir aber nur in so das letzte Stück Darm. Da füllen wir meistens ja nur 1 Liter oder 1,5 Liter Wasser rein. Und bei der Colon Hydro, also Colon ist der Darm und Hydro ist das Wasser. Ja, und das ist eine Therapie, wo wir meistens auch mehrere Sitzungen machen, um wirklich die alten, ich sag mal, Schlackenstoffe, ja, die sich da anlagern, wie so Tapeten, die übereinander geklebt sind, so 10 verschiedene Tapeten, die so angebappt sind, zu lösen. Und teilweise entdecken wir hier auch richtige Kotsteine, die Jahrzehnte alt sind. Ja. Ich habe ja das mal gesehen, die Apparatur in deiner Praxis finde ich ganz interessant. Du hast da so eine Art Fernsehen, habe ich das genannt. Also du guckst auch durch so eine Scheibe, was da rauskommt, richtig? Ja, Kacke-TV sozusagen. Um das mal so zu sagen. Ja, aber die Patienten lieben das. Ja. Die gucken da gerne hin. Und das ist ja überhaupt nicht eklig. Ja. Das ist ein geschlossener Kreislauf. Ja, ja. Es riecht nicht. Es ist. Also von der Prozedur, es wird ein Schlauch, eben wirklich ein bisschen mehr als der klassische Einlauf, den ja schon die mittelalterlichen und antiken Ärzte und schon immer ja praktiziert haben, sondern das ist schon ein bisschen professioneller. Es gibt eine richtige Apparatur, da wird auch so mit Wasserdruck und so gearbeitet. Und also das heißt, es wird ein Schlauch eingeführt in den After. Und dann machst du einen Hahn auf oder wie? Und dann spülst du deine Lösung durch, richtig? Nö, einfach nur Wasser. Wasser, so. Genau. Und wie viel? Ungefähr? Das ist ganz unterschiedlich. Je nachdem, die Därme sind ja alle unterschiedlich lang. Aber und je nachdem, wie wer aufnehmen kann. Aber es kommt doch dann wieder aus demselben dann wieder zurück. Ja. Dann musst du irgendwann den Schlauch abziehen. Oder wie läuft das? Ach nee, das läuft dann zurück. Nee, das ist ein geschlossenes System. Es läuft immer Wasser rein und wir machen mehr oder weniger Druck. Ach so, einmal durchlaufen. Ich öffne immer mal wieder das Türchen, wenn genügend Druck da ist. Also wir produzieren im Prinzip Durchfall liegend. Aha. Ja. Aber nur den Dickdarm, in den Dünndarm kommt nein, man nicht. Nein, wir haben eine Klappe, die geht nicht rückwärts auf, okay, in den Dünndarm. Weil sonst kriegst du aus dem Mund raus. Okay. Im Prinzip müssen wir dann eine komplette Spülung durchmachen. Nee, aber das funktioniert nicht. Nein. Okay. Wie kommt es eigentlich durch diese Verschlackung? Ist es dann durch Fehlernährung oder wie kann es sein, dass man so viel mit sich rumschleppt? Ja, ist so? Ja, also einmal Fehlernährung, ganz klar. Dieses ganze süße Zeug verschlackt uns total. Kann der Körper nicht richtig raushauen, ne? Ach, süß, nein. Das ist verklebt. Ja. Oder dieses ganze Getreide, was wir zu uns nehmen. Zu viel Brot? Zu viel Brot, ja. Und Gluten. Wir haben ja viel, viel mehr Gluten in unserer Nahrung als noch vor 10, 20 Jahren. Das ist ja dieses Klebeeiweiß, ne, was auch nachweislich unsere Darmzellen angreift und auch zur Durchlässigkeit führt. Deshalb immer ein bisschen achtsam auch damit sein. Ne? Klar. Also einmal die Ernährung. Viel zu fett, viel zu ungesund, viel zu verarbeitet. Ist für mich eine Frage, warum wir das machen als menschliches, als natürliches Wesen, warum wir künstliche Produkte essen. Das ist mir sowieso ein Rätsel. Aber gut, dass wir uns darauf eben auch immer mehr besinnen. Und Stress. Wir haben so viel Stress. Und wenn wir in diesem Fluchtmodus sind,
Ja, Säbelzahntiger läuft uns hinterher und wir haben Angst. Ja, Olli, was passiert dann? Unsere Augen sind durchblutet, unser Gehirn ist durchblutet, unsere Gliedmaßen sind durchblutet, unsere Lunge. Aber was ist nicht durchblutet? Der Darm. Ja, wenn du um dein Leben läufst, sagst du ja nicht plötzlich, warte mal, kannst mal, ich muss kacken. Ja, das ist quasi gestoppt. Ja. Und wenn wir im Dauerstress sind, stimmt, dann ist die Durchblutung einfach nicht mehr so gegeben. Ach, verstehe, weil dann der Körper nicht in dem Modus ist, was fallen zu lassen, ne? Ja. Sondern das macht er nur, wenn er entspannt ist. Genau. Dann hält er alles erstmal. Der hält alles. Und dann, ne, die Durchblutung ist einfach gestört, ja, wenn ich das mal so sagen darf. Und damit kann es eben sein, dass wir uns Verstopfung ansiedeln. Haben wir viele, wie gesagt. Ja, ja, da wird in der Regel ein Medikament gegen verschrieben und so. Und genau. Was wäre das Rätsels Lösung? Eine andere Art der Nahrungsaufnahme, ne? Mehr Ballaststoffe und so, ne? Auf jeden Fall, mehr Ballaststoffe trinken. Die Menschen trinken mir zu wenig. Okay. Viel zu wenig, ja. 2-3 Liter sollten am Tag wirklich sein und nicht Kaffee und Limonade, sondern Wasser. Wir bestehen zu 70-80% aus Wasser. Und es ist wie, ja, wie tägliches Benzin für uns, damit wir überhaupt gut funktionieren. Ja, und wenn der Darm Wasser entzieht und wir geben oben gar kein Wasser rein, ist natürlich klar, dass wir irgendwann Verstopfung haben. Ja, also Wasser, Ballaststoff auf jeden Fall, weil die sich so wie Schneeketten durch den Darm wälzen und die Darmwände putzen, allerdings auch gleichzeitig die Giftstoffe mitnehmen. Ja, ja, ja. In der alten Medizin, auch bei den Chinesen oder so, war das doch immer auch wichtig, die Verdauung, ne? Also die haben doch da früher darauf sehr viel Acht gegeben. Wir haben es ein bisschen verloren, ne? Ja, total. Also TCM, aber auch die ayurvedische Medizin, die haben alle schon, für die ist immer, steht immer der Darm im Fokus. Das, ja, ja. Ne, Darmfeuer sozusagen. Ne? Ja, wir haben irgendwie, es ist für uns eklig. Wir werden zwar anders erzogen, ja, dass die Family sich freut, wenn das Kleinkind das erste Mal aufs Töpfchen geht. Ja. Und da, ja, da feiern alle und da werden Videos durch die ganze Welt geschickt, dass dieses Kind nur endlich auf dem Topf sitzt, aber irgendwann ist es kein Thema mehr. Ja, keiner pupst mehr, keiner hat einen Blähbauch. Es wird nicht darüber gesprochen, aber alle haben es. Ne? Und es ist so wichtig. Es ist so wichtig. Und wir reden ja auch so, Olli. Wir sagen ja, ich fühle mich beschissen, ich fühle mich ausgelaugt, es geht mir auf den Magen oder ich finde das zum Kotzen. Oder wir haben ja eine sehr verdauungsfreudige Sprache. Nur wir kriegen das nicht im Zusammenhang. Help FM, der Selbsthilfe-Podcast. Wie viele Spülvorgänge, sage ich jetzt mal, sind denn so ratsam? Reicht das einmal durchspülen und alles wieder gut? Oder wie oft kommen die so im Schnitt zu dir, deine Patienten? Mhm. Ja, im Schnitt einmal im Jahr. Und zwar so ein Durchgang von 6-mal durchschnittlich. Ne? Bei einigen reicht es 5-mal, bei anderen, die kommen dann halt 10-mal. Aber das ist wie eine Kuranwendung zu sehen. Ne? Manche kommen auch 3-mal im Frühjahr, 3-mal im Herbst. Andere wiederum kommen einmal im Monat und machen dann so einen Reinigungsfastentag. Jetzt ist sowieso Hochsaison. Im Frühjahr fasten viele, machen Leber-Gallen-Reinigung, machen Ernährungsumstellung und so weiter. Ich habe allerdings auch über die Jahre viele Patienten, die sich auch verändern, familiär oder beruflich, und wollen, nutzen dieses Kolon-Hydro-Spülen als Loslassprozess von auch Emotionen, von alten Dingen. Das hat auch einen psychischen Effekt. Ja. Auf jeden Fall. Wir haben Darmhirn. Ja, wenn jetzt eine Lebensveränderung gerade da ist und machst du so, innen auch zu reinigen, weil es ist ja alles gespeichert in uns. Oder ist die letzte Mahlzeit raus? Ist nichts, also nicht alles geht raus, was wir essen. Es bleibt immer irgendwie was hängen. Also bleibt natürlich auch eine Energie da hängen. Ja, und wenn ich mich geärgert habe im Leben oder wenn ich traurig war oder wenn ich mit negativen Gedanken esse oder koche, ja, wo bleibt denn das? Ja? Und das haben viele verstanden. Genau, das haben viele verstanden. Ja, und Muskeln auch. Die Therapeuten, die eben mit Muskulatur arbeiten, die wissen, okay, die Informationen sind gespeichert in der Muskulatur. Und so holen wir das raus und haben natürlich während der Kolon-Hydro eine wundervolle, tiefgehende Begegnungen zum Teil. Ich glaube, das ist auch eine kleine Psychositzung. Mhm. Aber sag mal, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, also ich habe das noch nie machen lassen, gebe ich zu, das ist doch auch sehr intim. Ja. Die ganze Geschichte. Haben da nicht manche auch so eine Schamgrenze und sagen, total. Mensch, irgendwie komisch? Total. Die ja zu mir kommen, die wissen ja, was auf sie zukommt in der Regel. Wir sind auf jeden Fall mit der Scham, mit der Angst konfrontiert, weil das ist ja auch das Wurzelchakra, mit Schuld
zum Teil. Und ja, das ist so dieses Zentrum dafür. Und ich liebe das, was ich da tue. Und ich habe jedes Mal, bedanke ich mich natürlich auch bei meinen Patienten, die da sind, dass sie sich dorthin geben und dass ich diesen Loslassprozess unterstützen darf und sie auch ein Stück aus dieser Angst nehmen kann. Und meistens ist das Gelache dann wirklich auf unserer Seite. Also ja, wir haben schon eine sehr tiefe Verbindung. Also die, die zu mir kommen, das ist schon sehr nah, ja. Ja. Hat ja auch mit Vertrauen zu tun. Mhm. Aber ich kann mir vorstellen, dass es bei dir, wie gesagt, irgendwo dann auch sehr charmant und humorvoll zugeht. Das ist ja auch wichtig zum Entkrampfen. Wir haben so viel Spaß. Okay, also jetzt lässt man also los. Manche kommen ja auch ein paar Mal, ne, bis so ein Zyklus durch ist. Und jetzt wäre es ja Quatsch, danach sich dann wieder die ganze Schokolade aus dem Supermarkt reinzuballern. Machen vielleicht auch manche und sagen auch, naja, kommen in 3 Monaten wieder zu Manu. Was sollte man danach eigentlich machen? Was würdest du empfehlen? Wenn man den Darm jetzt mal so richtig schön bei dir ausgespült hat, dann wäre es doch schade, den schlecht zu besiedeln. Wie baue ich den denn jetzt vernünftig auf? Also einmal sehr gerne probiotische Kulturen einzunehmen, Probiotika oder lebendige Lebensmittel. Also wo finde ich die? Also im Joghurt, ne? Ist sowas drin? Also jetzt ganz reiner Joghurt, ne? So ein ganz klassischer Naturjoghurt, ja, am besten auch hochprozentig vom Fett, super. Mhm. Da sind jetzt nicht unbedingt die Bakterien drin, aber das dient als Futtermittel für Bakterien, ne? Von diesem probiotischen Joghurt, da ist meistens auch Zucker drin, also da halte ich jetzt nicht wirklich viel von. Ja, also Zucker aber, vermeiden möglichst. Mh, genau. Aber zum Beispiel so dieses klassische Gewürzgurken, Sauerkraut, Sauerkrautsaft, also alles, was so vergoren ist, fermentiert ist, so wie unsere Großmütter noch eingeweckt hatten, weil es keine Kühlschränke gab. Ja? Sie haben die Lebensmittel haltbar gemacht und da haben die meistens die Bakterien für genutzt. Und dass wir da wieder anfangen, so lebendige Lebensmittel zu essen. Hm? Ja, und das natürlich alles, was uns verschlackt, weglassen. Aber weißt du, ich gebe dem Menschen gerne den Raum. Ich sage, du entscheidest für dein Leben. Du bist selbstverantwortlich für dich und isst, was du isst. Aber wenn sie dich fragen, kannst du Tipps geben. Ja, unbedingt. Bitterstoffe. Ja. Bitterstoffe, also mehr Rucola, Salat allerdings nicht am Abend. Ne? Also das jetzt nochmal für diejenigen, die gerne Salat essen. Weil am Abend es bleibt im Bauch liegen. Ne? Ja, weil der Salat über die Nacht natürlich nicht verdaut wird. Und wenn der da im Darm, ist es schön kuschelig warm da drin, ja? Wenn der da so rumliegt, dann gärt der Salat. Also es entsteht Alkohol. Und es kann sein, dass viele sich morgens ganz erschöpft fühlen, weil sie abends Salat gegessen haben, der nicht verdaut wurde, weil sie im Prinzip die ganze Nacht gesoffen haben. Auch nicht schlecht. Ja. Warum wird der denn über Nacht nicht verdaut? Ja, weil er nicht verdaut wird. Ich meine, wenn du um 20 Uhr einen Salat isst und gehst dann um 10 ins Bett oder 11, da ist doch der Salat noch nicht verdaut. Also der schwimmt ja da noch irgendwo im Darm. Ach so. Und dann in der Nacht wird ja die Verdauung runtergefahren. Also, ne? Also die haben auch ihre Arbeitszeiten da an der Verdauung. Aber ja, natürlich, jeder. Aber wenn du den Dickdarm durchspülst, werden eigentlich auch nicht nur die Schlacken und schlechten Bakterien, sondern auch die guten rausgespült? Muss man die auch wieder aufbauen oder bleiben die drin? Das ist sehr interessant, diese Frage. Und da denke ich manchmal, das ist doch ein Mythos. Weil ich mache Stuhlanalysen. Ich gucke natürlich, wer besiedelt wen und sind, wie viele gute, schlechte sind da drin überhaupt im Darm. Und zu 95% sind überhaupt gar keine guten ausreichend vorhanden. Da geht es ja schon mal los. Ja, wir sind oft viel zu sehr fehlbesiedelt. Ich meine, wenn wir uns zweimal täglich die Zähne putzen, dann putzen wir ja auch nicht die guten Bakterien ab. Ja? Die sind ja sehr symbiotisch mit uns. Also sie lieben uns. Sie lieben uns. Sie sind bei uns. Sie sind so angeheftet. Und wenn wir da einmal mit Wasser da reinspülen, dann sind die ja nicht gleich verschwunden. Okay, aber die Bösen kannst du rausholen? Es kommen alle raus. Aber die Bösen sitzen da jetzt nicht so und klammern sich da fest. Genau, wir machen einfach wie so ein Reset. Mhm. Ne? The Great Reset. Wir holen die alte Kacke raus. Also es ist wie so, als wenn wir eine Blume umtopfen würden mal. Was sagen eigentlich, du machst mir langsam Lust, das auch mal jetzt gleich zu machen. Was sagen die Patienten? Stehen die dann auf und sagen, oh, ich fühle mich 3 Kilo leichter und fühle mich so entschlackt? Sind das so die typischen Reaktionen? Ja, ich habe vorher eine Waage da. Also die gehen vorher auf die Waage, nachher auf die Waage. Und um einfach zu gucken, wie viel Kacke ist denn rausgekommen. Ja. Weil es kommt ja wirklich was raus. Und nebenbei, ja, ich sage immer, das ist die einzige Therapie hier, wo die Patienten nach einer Stunde wesentlich leichter sind als vorher. Das muss man erst mal machen. Ja. Ja? Ohne irgendwas abzusaugen. Also, okay. Gut, ja, teilweise ist ein Kilo weg, nur 1,5 Kilo, manchmal auch weniger. Manche sind auch gleich schwer, weil einfach Wasser sich eingelagert hat. Und die Patienten fühlen sich leicht. Aber es gibt auch
Es gibt auch andere, die sind auch erschöpft, ja, oder da hat der Darm wahnsinnig viel gearbeitet. Also es ist nicht immer nur so, dass die Menschen rausgehen und sagen, boah, ja, sondern es ist auch ein Prozess und es ist ein Eingriff, ne? Also Darmreinigung oder Sanierung heißt nicht immer toll, ne? Grundsätzlich. Aber es ist nie verkehrt. Total wertvoll. Total wertvoll. Würdest du denn sagen, es ist für jeden ratsam, auch für die, die zum Beispiel sehr gesund und gesundheitsbewusst leben und sich ernähren, sollten die trotzdem auch mal eine Spülung machen? Na klar, also präventiv auf jeden Fall, also gesundheitsvorsorglich. Ja. Nein, sowieso. Es gibt so ein paar Menschen, die wirklich da rausfallen, zum Beispiel Herzgeschwächte, ne? Weil wenn wir eine Stunde Durchfall haben, dann kann es auch mal auf Herzkreislauf so ein bisschen gehen, das muss ich vorher abklären. Oder Schwangere, da will ich keinen Reiz setzen oder gerade die Operation hatten oder so. Also es gibt schon ein paar, die fallen erstmal raus damit, die können gerne sich da kleine Einläufe machen, aber ansonsten ist es schon gut für jeden da. Und also kann jeder zu dir kommen, wie gesagt, du bietest das ja an in deiner Praxis in Berlin. Du hast eine Stuhlprobe auch schon angesprochen. Ist das auch ratsam, dass da jeder mal gucken lässt? Das würdest du auch anbieten, ne? Also würdest du über ein Labor dann analysieren. Was sieht man da alles? Wir sehen eine ganze Menge. Also erstmal diese guten und schlechten Bakterien, ne? Weil das immer wichtig ist, auch wieder in eine Balance zu bringen. Je gesünder wir sind, also je gesünderes Volk in uns lebt, je mehr von dem gesünderen Volk in uns lebt, desto fitter und vitaler sind wir auch langfristig. Wir gucken uns die Pilze an, weil wenn die sich die Pilze da verbreiten, haben wir oft auch Heißhunger auf Süßes, weil die wollen ja fressen. Die geben uns das Signal, oh, gib mir Zucker. Ne? Dann gucken wir uns ein paar Verdauungsenzyme an, aber auch das Leaky Gut, was ich anfangs angesprochen habe, der durchlässige Darm, Entzündungen, Immunsystem im Darm. Das siehst du alles. Und so ein paar, das kannst du sehen. Genau. Und so ein paar Verdauungsreste, weil auch zu viel Fett sollte nicht im Stuhl sein oder Zucker. Da kann ich dann auch mal ganz gut noch ableiten. Also es ist auch zu empfehlen, wenn man Probleme hat, wenn man Reizdarm hat oder sogar Darmkrebs, sollte man dann auch eine Spülung machen oder würdest du sagen... Eher nicht? Darmkrebs? Ja, die kommen meistens gar nicht zu mir. Also, würde aber gehen auch. Ich habe, Also ich habe auch schon Menschen gehabt während der Spülung, wo ich gedacht habe, oh, das stimmt fast nicht. Und die schicke ich dann auch weiter, weil das muss natürlich abgeklärt werden. Das wäre dann nicht gut, oder was würdest du sagen? Nee, also wenn da offene Wunden sind oder so, ja, das ist dann jetzt kommt nicht... Blut also die kommen auch gar nicht. Entweder nach überstandener Operation, ne, wenn das alles verheilt, ist gar kein Problem. Ja, dann kommen die Menschen auch. Und vorher ist es eher so ein Zufallsding, wo ich dann natürlich auch in meiner Verantwortung bin und weitersende an Ärzte dementsprechend. Ne? Und ich bin ja hier angetreten, Olli, weil Darmkrebs an sich ist die zweithäufigste Krebsart, die wir haben in unserer Gesellschaft. Leider. Und ich möchte mich einfach dafür einsetzen, jeden Tag, und das tue ich mit einer Hingabe, dass genau wir dort von dieser Zahl runterkommen. Also du leistest deinen Beitrag natürlich, total. Weil so eine Spülung ist ja präventiv, ne? Auch dafür. Ja. Und wie wir auch aber auch Ernährung, weißt du, die Spülung ist ein Werkzeug. Richtig. Ernährung, den Menschen zu betrachten, na, wo hat der Stress, ist der zu Hause glücklich, ist der auf der Arbeit glücklich, warum ist der eigentlich, wie er ist? Also weißt du, auch also Essen, vom Essen her. Der Darm spiegelt ja auch nur ein Stück weit das Leben. Ne? Also wahrscheinlich kannst du mit deiner Erfahrung jetzt auch schon aus deinen ganzen Analysen immer sehr viel Schlüsse ziehen auf das, so, auf das Leben. Ne? Und wo ich hinschaue, ist eher so feinstofflich, ne? Präventiv. Ja, dann unterstützen wir dich weiter gerne bei deinem Kampf gegen den Darmkrebs. Sicherlich ein ganz wichtiges Anliegen und wünschen dir weiterhin viel Erfolg. Und wir haben also gelernt und erfahren, die Spülung ist für jeden einfach mal ratsam, mal so raushauen alles. Und ich denke auch, man fühlt sich danach durchaus entschlackter und auch befreiter, auch psychisch. Und wie gesagt, der Darm, das unterschätzte Organ, das so wahnsinnig wichtig ist für unser ganzes Wohlbefinden, ne? Bis hin zum Aussehen ja auch. Und natürlich auch für unser Immunsystem und für die ganze Art und Weise, wie wir so durchs Leben gehen können. Vielen Dank, Manu, dass du bei uns warst. So gern. Ja. Vielen Dank, dass ich hier bei euch, bei dir sein durfte. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht, die Darmexpertin Manu Lemke in dieser Folge zu Gast bei Help FM, der Selbsthilfe-Podcast. Ja, meine Damen und Herren, Sie wissen jetzt also, was Sie zu tun haben, nämlich einen Termin machen bei der Spülung Ihres Vertrauens. Freuen Sie sich einfach mal von ein paar Dingen, die man vielleicht gar nicht so braucht und die man so immer mit sich rumschleppt. Am Mikrofon verabschiedet sich Oliver Geldener. Vielen Dank, dass Sie wieder bei uns waren und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.